Moin Moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volksbar. Es ist vorbei, das Trainingslager des HSV hat sein letztes Highlight hier gefunden mit dem Testspiel gegen Thessaloniki. Ja, ein Spiel, das sehr, sehr wild begann. 4:3 hat der HSV am Ende gewonnen und davon sind allein schon 5 Tore in der ersten Halbzeit gefallen. Und das stellte den Trainer nicht wirklich zufrieden. Im Gegenteil, der Trainer war sehr laut am Rand. Seine Stimme überschlug sich immer wieder mal. Zwischendurch war sie sogar mal kurz weg, auch wenn er das danach geleugnet hat. Wir haben es gehört und mitbekommen. Wir konnten es vor allem auch nachvollziehen, denn der HSV spielte wirklich wild in der ersten Halbzeit. Kam nicht in die Zweikämpfe. Er hatte zu viele einfache Ballverluste. Sebastian Schonau sprach nach dem Spiel von einer sehr schwachen ersten Hälfte, in der man einfach zu wenig in Bewegung war. Nicht so griffig, wie man sein muss in den Zweikämpfen. Und vor allem hat man natürlich dem Gegner hier 3 Tore aufgelegt. Ein Kopfballtor nach der Ecke war fast noch das Normalste, wobei Benes da einfach nicht mit hochgegangen ist. Dort hätte er mit wenig Zweikampf zumindest den Schützen am Treffer hindern können. So war es natürlich viel zu leicht für die Griechen, die zuvor schon 2 Tore machen durften, die der HSV ihn auflegte. Einmal verlor Moritz Heyer den Ball als letzter Mann und dahinter war Matteo Raab heute in seinem ersten Spiel nicht weiter, nicht in der Lage, den Griechen da noch aufzuhalten, der allein aufs Tor zu liefern. Zum 1:0 einschob, beim 2:0 war es dann Raab selbst, der einen Abstoß des gegnerischen Keepers unterlief. Und zwar so unterlief, dass der Grieche danach den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste. Und ja, da gab es einen Rüffel für den Neuzugang, für den jungen neuen Keeper vom 1. FC Kaiserslautern, ist er ja nach Hamburg gewechselt. Da gab es einen Rüffel vom Trainer und nach dem Spiel sagte er, damit würde der Spieler schon klarkommen. Er müsse natürlich auch daraus lernen und das sei auch alles halb so schlimm. Insgesamt sei er sehr zufrieden mit dem Trainingslager an sich, mit der Intensität, mit der die Mannschaft hier dieses Trainingslager gestaltet hat. Und natürlich dann auch mit der zweiten Halbzeit, denn die wurde deutlich besser. Der HSV wechselte 11-mal durch, 11 neue Spieler kamen rein. Am Ende wurden sogar noch 2 Spieler eingewechselt. Also in der zweiten Halbzeit komplett alles neu und man spielte hinten zu 0, man ließ nichts mehr zu. Man traf vorne 2-mal, da war sogar noch mehr drin. Und vor allem traf einer, der beim HSV mehr als nur ein Sorgenkind ist, nämlich Xavier Amici. Er traf zum 3:3 und ja, das freute natürlich nicht nur die Fans hier am Rand besonders, denn Amici bekam noch einmal Sonderapplaus, als er dann kurz vor Schluss ausgewechselt wurde. Und auch der Trainer sprach davon, dass er sich sehr für Amici freue. Es sei ein guter Junge mit viel Pech in den letzten Jahren, der vielleicht jetzt im dritten Anlauf dann doch noch seine Chance zu nutzen weiß. Ja, alles noch sehr früh, heute ein Tor gemacht. Wer weiß, vielleicht ist das ja so ein kleiner Durchbruch für ihn hier beim HSV zumindest. Aber es ist auch für ihn mit Sicherheit, das hat man vorher zumindest gesehen und auch danach, noch ein weiter Weg. Ein weiter Weg, um hier beim HSV dann wirklich eine große Rolle zu übernehmen. Insgesamt war das Spiel dann in der zweiten Halbzeit deutlich beim HSV angesiedelt. Der HSV hatte es unter Kontrolle, gewann die Zweikämpfe, hatte mehr Ballbesitz, hatte auch mehr Szenen nach vorne, konnte natürlich auch komplett durchwechseln. Die Griechen, immerhin Conference League Qualifikant, war nicht in der Lage viel zu wechseln. Man hatte nicht genug Auswechselspieler dabei, also auch das spielte mit Sicherheit noch eine Rolle, weshalb der HSV dann einfach frischer war. Insgesamt wirkte der HSV in der zweiten Halbzeit aber auch so frisch, dass man sagen kann, ein letzter Tag im Trainingslager sieht normalerweise ein wenig anders aus. Aber Maxi Rohr sagte nach dem Spiel heute, dass er richtig Bock habe auf diese Intensität, die man in den letzten 2 Wochen schon an den Tag gelegt habe. Der Trainer selbst sagte, es sei eine sehr, sehr hohe Intensität gewesen, auch hier im Trainingslager. Bis auf eine Einheit, wie gesagt, wo man nach dem Spiel am Mittwoch dann am nächsten Morgen so eine kleine Technikeinheit machte. Ansonsten zog der HSV hier wirklich gut durch. Das kann man nicht anders sagen bei Temperaturen, die allein das Zuschauen schon anstrengend gemacht haben. Aber so ist es nun mal. Das muss auch gearbeitet werden, denn die Saison steht schon kurz bevor. Am kommenden Wochenende übrigens testet der HSV dann noch einmal am Sonnabend, allerdings beim FC Basel. Also für viele dann schwer zu erreichen, dieses Spiel, aber für den HSV mit Sicherheit nochmal ein ganz wichtiger Abschlusstest. Dort werden natürlich dann nicht ganz so viele Wechsel vorgenommen, hatte der Trainer schon angekündigt. Dort möchte er dann sehen, dass er schon annähernd seine Startelf zumindest über den größten Zeitraum des Spiels spielen lässt. Bis dahin wird es auf jeden Fall sehr spannend sein, wer denn in dieser ersten Elf steht. Wir werden im Blog da ein wenig drüber diskutieren, wir werden morgen dann noch ein kleines Fazit machen. Und da werden wir dann auch sehen, wer hier aus dem Trainingslager vielleicht so ein kleiner Gewinner wäre, ein kleiner Verlierer. Oder vielleicht gibt es auch gar keine Verlierer und keine Gewinner. Ich werde es euch morgen im Blog dann nochmal ausführlich auf jeden Fall und detailliert darstellen. Ja, ansonsten, wie gesagt, 4:3, ein Test mit einer sehr wilden ersten Halbzeit, die keinem gefallen durfte. Das war wirklich nicht gut. Da dürfen sich auch die Spieler, die auf dem Platz standen, heute nicht zufrieden ins Bett legen. Dafür mit einer sehr souveränen zweiten Halbzeit.
die deutlich besser wurde mit Spielern wie Maxi Rohr, der mir sehr gut gefallen hat, der mit einer hohen Präsenz, so nannte es auch der Kapitän Sebastian Schonlau nach dem Spiel, mit einer hohen Präsenz im Mittelfeld aufzufallen wusste. Joscha Wagnermann, er spielte heute auch wieder mit 45 Minuten, die zweiten 45 Minuten. Also da ist auch nicht davon auszugehen, dass der Spieler schnell wechselt. Es gab ja angeblich ein Ultimatum bis zu diesem Freitag. Entweder ist er bis dahin gewechselt oder er bleibt beim HSV. Warten wir es ab. Ich glaube nicht, dass das Thema durch ist, aber der HSV, zumindest aktuell Stand heute, hat er den Stuttgarter noch einmal deutlich gemacht, dass man dann eben nicht verkauft, wenn die Stuttgarter sich preislich nicht annähernd auf den HSV zubewegen. Da wird es in den nächsten Tagen mit sicher noch ein paar Neuigkeiten geben. Anders auch natürlich in Sachen HSV-Vorstand. Da gab es bei Thomas Wüstefeld ja im Laufe dieses Trainingslagers ein paar Unstimmigkeiten. Die hat der Vorstand im Aufsichtsrat, in der Aufsichtsratssitzung gestern wohl ausräumen können, zumindest so ausräumen können, dass sich beim Aufsichtsrat keiner bemüßigt sieht, irgendwie zu handeln. Man wird sich hier natürlich auch nicht zu früh schon aktionistisch zeigen, sondern man stellt sich wie gewohnt hinter seine Angestellten. Das ist auch richtig, da muss man ganz rational handeln, solange es keine Beweise gibt, gilt auch da das Unschuldsprinzip. Insofern, da muss man nicht erwarten, dass sonderlich viel passiert in den nächsten Tagen, aber auch hier wird es mit Sicherheit noch Bewegung geben. Ja, also Bewegung werden wir auch haben. Und zwar morgen geht es nach Hause und zwar wieder nach Hamburg. Morgen Mittag fliegen wir von Wien aus nach Hamburg, sofern wir den Flieger dann besteigen dürfen. Aktuell ist das ja immer so ein kleines Lottospielchen. Kriegt man den Flieger, kriegt man ihn nicht. Angesichts der vielen fehlenden des fehlenden Personals sind schon einige Flüge auch von den Kollegen storniert worden und diese Kollegen sind dann auf Umbuchung angewiesen gewesen. Also da dürfte noch mal ein wenig Spannung aufkommen. Ansonsten ist das Trainingslager ein, wie ich finde, spannendes Trainingslager beendet. Für heute zumindest ist es vorbei. Morgen gibt es noch ein kleines Auslaufen, dann fährt die Mannschaft auch zum Flughafen und dann geht es nach Hamburg. Und dann geht es in Hamburg am Sonntag noch einmal zum Kids Day. Da wird ein Kids Festival noch einmal gespielt und danach haben die Spieler dann Montag und Dienstag frei, um sich ein bisschen zu erholen von wirklich sehr intensiven, anstrengenden und heißen Tagen hier in Österreich, in Bad Leupersdorf. Ja, ich verabschiede mich von hier und wünsche euch einen schönen Abend. Ja, kommt gut rein ins Wochenende. Wir hören und sehen uns dann in den nächsten Tagen auch wieder mit dem Community Talk. Der wird am Sonntag dann aller Voraussicht nach erscheinen. Bis dahin euch ein erst einmal ein schönes Wochenende. Kommt gut rein. Bis dann. Ciao.